Willkommen zurück zu Stardew Valley. Oh yeah, und mein Haus wird schon bearbeitet. Oh, dem Mais geht's echt noch gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich kann ja einiges jetzt wieder sammeln. Und eigentlich könnte ich jetzt hier alles aufbereiten. Weil es sind noch 2 Tage und die könnte man eigentlich sogar fast schnell durchgehen. Aber nein, auch das werden wir nicht machen. Wir werden jetzt alles erstmal schön einsammeln. Und hier einsammeln. Und wir müssen gleich nochmal gucken, was der Iridium-Sprengler kann. Denn wir haben in der letzten Folge ja extra schnellen Dünger bekommen. Muss ich auch nochmal gucken. Jetzt habe ich bei der letzten Folge auch noch Dünger gemacht. Und jetzt bekomme ich ihn auch noch. Ach, da habe ich sogar eine Saat vergessen. Okay. Egal. Ich denke mal, wir bekommen jetzt hier genügend Ressourcen. Ich hoffe, dass die Kürbisse noch einmal fertig werden. Das wäre nice. So, jetzt möchte ich mal wissen, wo haben wir sie denn, die Sprengler? Da. Iridiumbarren. Jeden Morgen 24 Felder um sich herum. Oh. Fisch? Fisch? Boah, das könnt ihr nicht von mir verlangen. Hallo Trubelich, schon ein Frösteln in der Luft gespürt? Könnte Einzug des Winters sein. Oder das Kribbeln eines dunklen Geistes, der uns hilft, das Fest von morgen zu feiern, die Geisternacht. Komm um 22 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst. Okay. Ich kann aber immer noch nichts für den Winter kaufen, so. Oh. Na, komm. Ja, 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 ja. Ja, hier ist nix. Wo hast du dein Problem zu wachsen? Kannst du mir das mal sagen? Oh, ist auch fertig, gut. So, Hühner. Begrüßen wir auch noch. 4 Eier passt. Na, komm her. Heizung wärmt die, das ist auch gut. Dann geht's den. Ihr könnt rauskommen, ihr lieben kleinen Hühnerchen. Nein, nicht essen. So, dann kann ich das mal abbauen. Die, die ich schon nicht mehr brauche, können weg. Auch weg. Die Felder muss ich dann wieder anders aufbauen. 24 Felder um einen herum. Das heißt, wartet mal. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 10 plus 6 sind 16, plus 18, 24. Okay. Ich hab's verstanden, wie es funktioniert. Gut. Das habe ich jetzt verstanden, wie es gehen soll. Dann wollte ich jetzt zum... Hier unten erstmal hingehen und mal gucken. Ich kann jetzt alles verkaufen, bis auf die Qualitätssprinkler. Die packe ich erstmal nur beiseite. Ich will nämlich so viel Geld wie möglich machen. Um hier gegebenenfalls nochmal aufzurüsten. Aber Iridium, habe ich Iridium eigentlich schon da? Iridiumbarren, aber aus was stelle ich dir her? Aus Iridium, ja, ich weiß, aber... Ich habe 3 Iridiumerze. Aber ich habe 1 Iridiumbarren. Das heißt, 1 kann ich herstellen, ne? 1 müsste ich herstellen können. Ach, Goldbarren brauche ich. Okay. Ein Goldbarren. Ich muss wissen, wie viel Iridium brauche ich. Wie viel brauche ich zum Schmelzen? Fünf Stück. Alter.
Ihr habt sie dann immer alle. Okay, aber eine Batterie, die habe ich. Ich habe sogar zwei. Aber einen kann ich herstellen. Das ist schon echt eine krasse Nummer. Puh. Das ist echt hart, 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 hart. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Gehe ich auch noch in die Abenteurer-Gilde und gebe das da ab. Habe ich keine Probleme mit. So. Ich wollte den... Ja, ich nehme den Sprengler jetzt mit, sterbe am besten noch und dann habe ich alles verloren. Das sollte rüber und das... Der Rest kann verkauft werden. Sieh besser mein Haus auf, das ist schön. Wir finden hier unterwegs noch eine Pflaume. Du bist mir schon so eine Pflaume. Kai. Na, wer erinnert sich noch an Kai Pflaume? All you need is love. Dab, dab, dabadoo. Ja. Ja, gut, wir sind schon wieder ein bisschen drüber, ne? Aber gut. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Denn wir wollen ja noch hier ein paar Sachen verkaufen bei Abenteuergilde. Es wird jetzt nicht viel sein. Es wird jetzt nicht die Welt sein. Ich muss dann noch meine Gießkanne holen. Fällt mir gerade auf. Ah, da kann ich ja das dann anders machen. Haha. Da habe ich dann schon eine Idee. Ich glaube, die Abenteuergilde hat noch gar nicht auf. Glaube ich fast. Von dem her passt sich das, dass ich dann hier in die Stadt gehe. Oh, den da oben kann ich auch gleich noch sammeln. Kupfergießkanne. Ich weiß noch nicht, was ich mit der Kupfergießkanne machen kann, aber es klingt gut. Mine. Tudu. Ich weiß, was ich mir für 10.000 holen könnte. 14 Uhr. Ernsthaft? Ach, Mann. Dann machen wir halt erstmal das hier. Bis 14 Uhr. Ich müsste jetzt auch mal wissen, wo ist diese Iridium... gab. Ich meine, ich brauche 5 Stück davon. 5. Ja, nochmal festhalten. 5. Ich gehe irgendwo hier unten ganz stark weit davon aus, dass es irgendwo hier unten ist. Es muss irgendwo hier unten sein. Anders geht's nicht. Und ich muss meine Spitzhacke noch verbessern. Wahrscheinlich brauche ich dafür Iridium. 5 Barren. Dann geht das alles schneller. Ich brauche kein Golderz. Also ich mache jetzt heute keine große hier Farmfolge. Eigentlich wollte ich heute eine Folge machen, wo ich mal ein bisschen was ausgebe. Aber gut. Nope, das war eine Solaressenz. Die ich zurzeit nicht abgeben darf. Oh, das ist ja praktisch. Könnte nämlich mit, aber... Wie bereits mehrfach gesagt, ich brauche Iridium. Wer noch weiß, wo ich Iridium gefunden habe, kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Bin ich sehr dankbar für. Die Gilde hat jetzt auf, von daher. Ich da mal hin. Oh, Mine verlassen. Denn wie gesagt, ich wollte eigentlich das Geld für was anderes ausgeben.
So. So. Wir wollen verkaufen. Das, 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 das. So. Feuerwanderstiefel, okay, gut. Könnt ihr es natürlich hier, ne? Da richtig schön zuschlagen. Lava-Katana. Das wäre natürlich jetzt hier so die Krönung, ne? Insektenkopf. Schwerterstufe 6. Und ich habe eine Schwerterstufe 9. Von dem her. Nein. So, hier bin ich jetzt schneller, wenn ich so laufe. Nein, das war dumm. Da wollte ich hin. Ich wollte einmal kurz gucken. Aber für die nächste Spitzhacke. Gold. 5 Goldbarren und 10.000. Ja gut, ne? Stahlkieskanne. Ich weiß halt nicht, was der Unterschied ist, da ist, ne? Also... Na gut, 5 Goldbarren. Ich muss halt jetzt wirklich überleben. Möchte ich jetzt rein theoretisch in die Wüste und den Skelettschlüssel anwenden? Oder möchte ich eine bessere Spitzhacke haben, damit ich schnell abbauen kann? Also ihr könnt es mir ja sagen, weil die nächste Entscheidung muss ja stehen dann. Ja, das nächste ist ja das 10.000er. Wow, dafür habe ich einen Blitzableiter bekommen. Ole, ole. Toll. Okay, wir haben einen Blitzableiter. Noch einen. Obwohl, eigentlich ist es ja gar nicht schlecht. Gibt ja dann viele, viele ergänzende Sachen. Nachher kommt noch das Winterabschiedsfest oder irgendwie sowas. Ganz komisch. Aber ich kann halt jetzt auch nichts mehr groß anbauen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist hier die Mayo rausholen. Hoffen, dass meine Hühner so langsam mal wieder reingehen. Okay. Sie sind reingegangen. Das passt. Dann... Ah, warte mal. Ich könnte ja mal gucken. Wie viele Felder bewässerst du denn? Okay. Mhm. Interessant. Ich muss gedrückt halten. Okay, das ist das, was ihr das eine Mal sagtet. Das dann natürlich in dem Augenblick sehr schnell helfen könnte. Ich kann das ja eigentlich mal hier zeigen. Zack. Und schnell gießen. So. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt noch irgendwas bringen würde, aber... Das ist eigentlich noch voll. Okay, gut, dann habe ich das noch voll. Holz. Und sonst, glaube ich, mehr brauche ich gar nicht, ne? Doch, ich selber brauche nur Schlaf, aber... Das ist halt private Natur. Ich sehe auch keine Würmchen mehr. Aber was ich vorher vielleicht noch machen sollte, wäre... den Blitzableiter noch aufbauen. Man weiß ja nie, wann das nächste Gewitter kommt. Wow. Hirsche? Apfel? Oh, ich kann das nächste noch vervollständigen. Das ist ja jetzt geil. Kirsche, Apfel. Oh, noch ein goldener Apfel. Ah, komm.
Theoretisch ist es möglich und dann mache ich das auch mal. Muss nur die richtige Stelle finden. Was? Aha. Die Waschbären sind wohl wieder unterwegs, diese Sträucher. Und ich komme von der anderen Seite. Ah, du kommst gerade rechtzeitig, Junge. Könntest du einem alten Mann einen Gefallen tun? Könntest du um die Ecke gehen und diesen Waschbären für mich verjagen? Die haben ein ganz schönes Durcheinander verursacht. Danke und jag ihnen einen ordentlichen Schrecken ein, damit sie nie mehr zurückkommen. Ich weiß, es tut mir leid. Ich habe eine Menge frisches, noch warmes Essen in dieser Tonne gefunden. Dinge, die verschwendet waren, wären, wenn ich sie nicht entnehme. Findest du, ich mache hier irgendetwas Schlechtes? Das ist halt... Es gibt so eine Mischung, so von wegen, nein, es ist jetzt nichts Falsches. Aber deswegen muss er nicht in der Tonne wühlen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich meinen Kater umbringe. Danke, Truppel. Ich wusste, dass du Verständnis zeigst. Ich fühle mich gut bei dem, was ich mache. Ich verletze niemanden. Aber jetzt geh. Du kannst nach Hause gehen. Ich verspreche dir, ich werde nicht mehr George die Tonne rumwühlen. Du kannst ihm sagen, dass du die Waschbären ein für alle Mal verscheucht hast. Es nimmt eine andere Tonne. Warte. Ich weiß, was du getan hast, Linus. Wenn du etwas zu essen brauchst, frag einfach. Ich will nicht, dass jemand in Pelikan hungern muss. Hier, ich habe einen Korb voller Zucchini-Puffer für dich. Aber tunke sie auf jeden Fall in meine würzige Marinasoße. Komm schon, nimm ihn. Ich wollte nur das Haus da. Da, so. Ich glaube, Linus ist jetzt besser drauf. Das ist wichtig. Oh, eine Zwischensequenz mitten im Let's Play. Das ist bei Stardew Valley. So, jetzt gehen wir hier hinten. Ich glaube, hier war das auch, ne? Nein. Kirsche, Apfel. Okay, dann machen wir mal. Also wir haben hier Kirsche. Oh, einen goldenen Apfel, ey. Das ist ja hier wirklich schon, ne? Ach, Honig braucht er, ne? Mayonnaise zählt nicht, ne? Schade, Marmelade. Aber egal, das sind schon mal drei Sachen weniger. Honig kriege ich auch noch irgendwie her. Orange wird ein bisschen schwerer. Aber... machbar. Ja gut, nee, davon habe ich keine 5. Egal, das war es wert. Das war es wert. Ich bring gleich echt meine Katze um. Die krabbelt hier gerade über den unter dem Tisch entlang und schiebt hier gerade unter dem Tisch. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe einen Wohnzimmertisch und unter dem Wohnzimmertisch ist noch was. Und der will jetzt gerade echt in diesen Karton krabbeln, der da, wo ein Handy drin lag. Also es ist nicht gerade ein großer Karton und der will rein da. In diesen Karton. Laubergelee, oh yeah. Habe ich die nicht sogar schon mal? Ja, ich habe sogar schon Laubergelee. Die Angel konnte ich nicht verkaufen, fällt mir gerade mal auf, ne? Ist auch irgendwie komisch. Naja. So, was wollte ich denn
Das. Komm, hauen wir alles weg. Hauen wir alles weg, ja. Ne, komm, das können wir noch so lagern. Muss ja nicht gleich alles hier weghauen, ne? Aber es ist schön, wie Linus jetzt dann doch ein zufriedenes Leben führen kann. Aber okay, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Money, YouTube. Tschüss.